Hallo Leute, willkommen! Wir spielen heute Super Mario Maker. Ich werde euch heute ein bisschen den Baumodus zeigen, wie das funktioniert. So. Nun jetzt hier mal im Baumodus, so. Dann zeige ich euch ein paar Elemente, mal was es so gibt. Also das hier ist der Super Mario Bros. U Stil. Und also das ist so das Level jetzt an sich mal. Die kurze Länge, was man so bauen kann. Die kurze Länge am Baumodus, was man so bauen kann. Dann haben wir hier die normale Blöcke. Dann haben wir hier die Fragezeichenblöcke. Das sind einfach so graue Steine. Und das ist so Boden. Kann man den Boden dann so wegsetzen oder man kann so einen Weg bauen, hat den gedrückt hält. Und jetzt kommt mir gerade ein Level Pack rein. Kriegt man automatisch immer viel baut. Dann kriegt man ein schönes Level Pack kriegt man dann. So. Dann gibt's noch die Röhren. Gibt's noch. Kann man auch mal ganz oben anpacken, kann man die auch vergrößern und verkleinern. Dann gibt es nochmal Appeals. Ich zeige euch mal, was der Pilz macht. Der macht uns groß, der Pilz. Und das sind automatisch in den Blöcken sind schon Münzen drin. Automatisch. Automatisch. Dann gibt es die Münzen an sich. Kann man auch setzen, wie man will. Und das Trampolin. Da kann man, wenn ich jetzt euch das mal zeige, wenn wir im Spielmodus sind, dann kann man wie ein Trampolin kann man springen. Kann ich auch mitnehmen. Dann gibt es die Goombas. Gibt es dann. Dann haben wir hier noch die Koopas. Haben wir noch? Dann hier mal hier oben. Noch die Pflanzen. Die kann man auch dann irgendwo hinsetzen. Mal wie lässt, kann man zum Beispiel hier mal einen Boden drunter machen. Mal zeigen. So, dann kann man den Gegnern auch noch Flügel geben. Ging jetzt gerade hier wieder. Jetzt geht's. Zum Beispiel eine Goomba, der hat jetzt Flügel. Dann können die ein bisschen fliegen. Dann
Dann haben wir noch Lagitus. Denn da kann man sämtliche Sachen geben. Also zum Beispiel, die können auch Starrys. Starrys schmeißen. Jetzt bin ich gestorben. Ja, es gibt halt verschiedene Gegnerarten. Dann gibt es die Feuerblume. Und wenn man dann so eine Wolke nimmt, kann man dann praktisch auch ein bisschen schweben. Schwere Abgründe zum Beispiel kann man überwinden. Das hat mich wieder erwischt. So. Dann haben wir hier noch oben den Stern. Den Wohnort, das sind alles Items mit dem Propellerpilz. Kann man das fliegen. Wenn man das Ziel da erreicht, dann hat man das Level geschafft. Dann gibt es noch diese Plattformen eben. Die gelben, die bewegen sich ein bisschen immer hin und her. Dann gibt es noch Kanonen. Zum Beispiel. Die schießen dann Kugelbillis. Kann man auch sitzen, wie man will. So, dann gibt's noch der Chips und und Bloopers, das sind die weißen. Andere sind so Stacheln, wo man sitzen kann. Da kann man dann nicht rausspringen. Kann man dann nicht schon stirbt man. Dann gibt es noch so Hintergründe. Dann haben wir hier noch verschiedene Gegner. Dann haben wir den Hammerbruder. Können wir hier zum Beispiel mal was bauen, dass der da. Dann schmeißt er so Hammer. Dann haben wir noch einen Käfer, einen Bumm haben wir noch. Die kommen dann von oben runter. Ein bisschen aufpassen. Ja, genau dazu. Dann gibt's noch Feuer. Die hüpfen so dann hoch. Die kann man aufsetzen, wie man will. Schon wieder gestorben.
So, deshalb ist es so der Baumodus an sich, der funktioniert. Dann gibt es auch Kettenbahnen. Das sind Totenköpfe. Die bewegen sich dann in die Richtung. Ja, dann gibt's die Notenblöcke noch. Die machen einfach Geräusche, wenn man drauf springt. Jetzt haben wir das Level wieder beendet. Genau, so, dann haben wir schon mal die Bauelemente an sich. So was, so, es geht natürlich noch viel mehr. So, dann haben wir natürlich, wie gesagt, noch die Hintergründe. Die können wir einmal im normalen Stil. Dann Höhlen. Dann unter Wasser. Und dann in der Festung. Wenn wir das jetzt mal ändern, wie das Ganze so aus im anderen Stil. Kann ich euch mal zeigen, wenn das hier aussieht, mein Level beendet. Der Ton ist schon ein bisschen anders. So, im... im 8-Bit-Stil das Ganze dann, der Ton auch. Sehr schön. Ja. So ist so der Baumodus. So an sich. So die Elemente, wie man sie einsetzt. An sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Werde ich dann ein Level spielen. Und euch natürlich auch zeigen, dass ihr euch noch ein bisschen mehr Eindruck von dem Spiel euch zeige. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.